man sich nicht so krass nach hinten lehnt, fühlt sich viel angenehmer an. Man sitzt ja viel gerader, aufrechter, so, anstatt so. Hi, liebe Leute, mal wieder ein Wheelie-Video von mir und der Geheimtipp. Also, wie kann man den Wheelie noch besser machen, noch einfacher machen, noch, was sag ich mal, angenehmer, kraftsparender? Und ihr werdet merken, ich sage jetzt zwar hier Geheimtipp und komplett neu, das ist so, weil euch das wahrscheinlich kein anderer erzählt. Also, ich habe noch nicht von anderen gehört, hab's aber schon ganz viel gesehen von guten Fahrern. Und es selber auch erspürt. Ihr werdet schon ein paar Videos von mir im Ansatz kennen. Es geht um das Thema, Wheelie noch besser zu machen von der Sitzposition und vom Feeling und auch schon vom Impuls. Und zwar habe ich auch immer gesagt, früher, bis vor 3 Jahren oder so, habe ich ja immer gesagt, auch klein machen und dann die Arme strecken, wenn man lostritt, dann sind die Arme wie Seile, man fährt dann so. Ich habe es auch schon in älteren Videos habe ich mal so angefangen zu sagen, hier, man kann ja mit dem Sattel mehr was machen, dann bin ich da mal mit mehr reingegangen. Und eine Hauptkonsequenz, ihr wisst das, erinnert euch, ich verlinke das Video unten mal oder vielleicht sind es auch zwei. Dieses Thema, wenn man mit dem Po nach vorne rutscht, dann kann man mit dem Steißbein auf Sattelende drücken und wupp, seht ihr hier, wenn man Sattelende drückt, geht das Vorderrad hoch, das bleibt oben, das ist jetzt der Sinn. Ja, und ihr kennt die Videos von Fabio Wippmer und von anderen, wenn die dann mit dem Wheelie so Tricks machen, eine Hand weg, zwei Hände weg oder so einen Baum halten mit einer Hand und so rumfahren. Sam Pilgrim, all die Cracks, wenn ihr seht, dann fällt euch auf, die haben ja gar nicht die Arme gestreckt. Und die haben, weil die es mit dem Sattel machen, so runterdrücken, dann sind die Arme nicht mehr unter Zugspannung, sondern sind ganz entspannt und haben diese locker so hängen. Man kann aufrechter sitzen. So, und das geht jetzt so weit, auch schon, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Der kleine Geheimtipp jetzt für den Wheelie. Beim Start vom Wheelie, beim Wheelie Impuls, kannst du es auch schon machen, dass du anstatt diese Bewegung, wo du viel Aufwand hast, erstmal ganz tief gehen und dann beim Lospedalieren zurücklehnen, anstatt diesen ganzen Aufwand zu machen, nochmal ganz visuell, einmal die Bewegung so, wie man sie kennt. Mit dem kleinen machen, Arme strecken, dann werden die Arme irgendwann müde. Ich hing auch sehr weit hinten. Jetzt das mit ganz entspannt mal kurz den Lenker hoch und ist viel entspannter. So, liebe Leute, ihr kennt natürlich, wir Fahrtechnik-Trainer sind auch oft so ein bisschen so, hey, das war früher die Technik, guck mal die neue Technik, die ist viel besser und so, das ist jetzt richtig und das war falsch und so ist es ja gar nicht gemeint, richtig und falsch sind da immer so ein bisschen doofe Kategorien. Ist eher so gemeint, schau mal, die Technik hat die Vorteile, die Technik hat die Vorteile. Cool ist, wenn man verschiedene Techniken kann, dann kann man immer abrufen und dann ja, kannst du dir ja selber entscheiden, was du dir daraus ziehst. Und natürlich merkt ihr natürlich daran, wie ich sage, ich habe mich entschieden, das ist im Vergleich zu früher, weil ich kann den Wheelie schon seit ich 14 oder so bin, mache ich lieber heute über den Sattel, hier Druck drauf geben und entspannt in den Arm sein. Ja, und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, hey, wenn ein anderer sagt, lass die Arme gestreckt, das hat zum Beispiel vielleicht beim Lernen kann es Vorteile haben, wenn manche Leute einfach nur, immer nur so machen und dann gar nicht ins Sweetpoint kommen. Vielleicht dann die Arme strecken als Methode, die sie anwenden können, um nochmal mehr da reinzukommen. Das ist ja wirklich individuell, sowohl im Lernprozess als auch nachher, wie man es halt dann lieber macht. Also Leute, ich rede ein bisschen lauter, ich habe kein Ansteckmikro, sorry. Es wird geholt. Schaut mal, also man könnte jetzt wie immer sich klein machen, die Arme strecken und dann so ein Wheelie gehen. Hat man natürlich mehr Bewegungsaufwand drin und vor allen Dingen auch so eine Spannung hier in den Armen. Und ich will es halt das Vorderrad über den Sattel hochhalten und ich zeige euch jetzt mal, allein schon beim Start vom Wheelie, guck mal, und das habe ich halt dann bei den Profis immer gesehen und dachte, okay, also wenn ihr mal auf die Arme schaut, ich starte jetzt den Wheelie und anstatt diese riesige Bewegung zu machen, ziehe es nur kurz hoch.
So, natürlich vorher mit dem Po nach vorne rutschen. Und man hat keinen Zug mehr hier, keine Spannung in den Arm. Das war nämlich immer das Problem. Wenn man das nämlich hat und man fängt an zu ziehen, dann ging es oft bei den Leuten, dass sie seitlich umfallen oder der Kopf so zum Lenker ging. Genau, und bei den Profis kann man gesehen, ich mache es nochmal vor und dann schaut man auf meine Position. Die ist nicht mehr so, ich hänge da hinten, gleich kippe ich hinten. Sondern man sitzt viel aufrechter, weil die Arme gebeugt sind. Es gibt einem ein sicheres Gefühl und eine gute, ja, gute entspannte Wheelie-Haltung. Komm einmal um die Kurve rum. Also, einfach ein bisschen mit den Armen das Vorderrad hochziehen beim Kickstart, wenn man Wheelie startet. Und mit dem Po-Ende auf das Sattelende drücken. Und dann, seht ihr, ist sehr entspannt. Es ist auch so, dann kann man die Wheelies auch noch länger machen und man kann besser in der Kurve fahren, kann besser die Hand wegnehmen und deswegen mein Geheimtipp, probiert es doch mal, anstatt diese Armstreckung, wie es halt immer gelehrt wurde, kann man es auch einfach wie die Profifahrer machen, die sich da einfach den Aufwand sparen und dann, wenn man eh keine Spannung in den Armen hat, ich zeige es euch jetzt einmal von vorne. Schreibt mal auf die Arme. Und vom Gefühl her werdet ihr merken, weil die Arme dann ja nicht mehr so sind, sondern eher so, ist der Lenker näher an einem dran. Man hat den ja ganz locker, so easy flockig. Und man drückt hier aufs Sattelende. Und was natürlich dann, ja, man hat auch so vom Mentalen her, weil man sich nicht so krass nach hinten lehnt, fühlt sich viel angenehmer an. Man sitzt ja viel gerader, aufrechter. So. Anstatt so. Okay, das wäre mein Geheimtipp für den Wheelie. Wenn ihr es bisher immer mit geraden Armen macht, bis die abfallen. Ich habe auch mal von einem bekannten deutschen YouTuber gesehen, der hat ein Tutorial gemacht und meinte, klappt gut mit dem Wheelie, aber irgendwie werden seine Arme immer so müde. Habe keinen Kommentar geschrieben, hätte ich aber mal schreiben können. Mit der Technik, ja, die richtige Profifahrer machen, ist es dann eh viel entspannter. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich verlinke unten mal die Videos, die eh in das Thema gehen. Hier mit dem Sattel, dass ihr es nochmal im Detail habt. Einmal ein Video von Tanja und mir. Einmal ein Video von mir alleine. Next Level Wheelies. Dass ihr wirklich nochmal seht, hier ist ein super Hebel. Und deswegen sieht es bei den Profis immer so einfach aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.